Im folgenden Beitrag bleiben wir auf Rügen. Es geht um die Umwelt. Regenerative Energien wie die Produktion von Biogas haben in Deutschland einen allgemein guten Ruf. Sie gelten als umweltfreundlich, effizient und fortschrittlich. Eine Biogasanlage in Sargard auf Rügen praktiziert diese Art der nachhaltigen Energiegewinnung. Aber die Nachbarn sind ziemlich verärgert darüber. Jana Pecikiewicz hat nachgefragt. Die eigene Obstplantage auf Rügen. Ein Traum für Norbert Groth. Seit 4 Jahren baut der Berliner alte Obstsorten an. Doch nun hat er ein Problem mit seinem Nachbarn. Was mich an der Nachbarschaft ärgert, ist, dass wir jetzt neuerdings den Anbau von sogenannten Energiepflanzen haben, Mais, auch Roggen. Dazu muss sie spritzt werden, dazu werden Pestizide und Herbizide eingesetzt. Und das ist natürlich ein absoluter Kontrast zu dem, was ich hier vorhabe. Auf den Feldern nahe des Hofes entstand in den letzten 3 Jahren eine Biogasanlage. Um Biogas zu gewinnen, werden Gülle und Energiepflanzen wie Mais oder Roggen vergärt. Die Landwirte glauben, dass diese Monokulturen die Artenvielfalt gefährden. Christine Warmko ist Dozentin an der Fachhochschule Stralsund. Seit 6 Jahren forscht sie zum Thema Biogas. Ja, ich kann die Befürchtungen der Landwirte verstehen, denn Monokultur will auf Dauer keiner. Aber das hat auch der Gesetzgeber erkannt. Und mit dem neuen EEG wird der Maisanbau und die Nutzung von Mais für die Biogasanlagen gedeckelt. Diese Regelung beeindruckt Hugo Klöckner kaum. Seit dem 18. Jahrhundert hat seine Familie einen Hof auf Rügen. Wir werden Gefahren kriegen mit dem Fruchtfolgesetz, dem A, zweitens mit den Bienen und drittens ist es die rein menschliche Gefahrentragödie, wenn große Leute sich immer breit machen aus nicht landwirtschaftlichen Verhältnissen und setzen hier eine Produktion in Gang. Darunter werden die kleinen und mittleren Bauern leiden. Es kann doch nicht angehen, dass langsam das Geld regiert. Wo sind wir hingekommen? Was läuft hier ab langsam? Eigentlich unterstützen beide Landwirte die nachhaltige Energiegewinnung. Das Problem sind nicht die Biogasanlagen an sich, sondern dass große Investoren immer mehr Felder für den Maisanbau beanspruchen. Da, wo Mais wächst, wo Monokulturen wachsen, gibt es keine Artenvielfalt mehr. Es gibt keine Bienen, keine Schmetterlinge, keine Käfer. Die Natur, der Boden, wird eigentlich nur noch zur Ware. Er wird verarbeitet wie Ware und was am Ende übrig bleibt, ist denen, die es verarbeiten, egal. Der Betreiber der Anlage möchte sich nicht vor der Kamera äußern. In einer E-Mail verweist man darauf, dass viele verschiedene Pflanzen in der Anlage vergärt werden und dadurch der Entstehung von Monokulturen vorgebeugt wird. Auch für Christine Warmko birgt Biogas mehr Chancen als Risiken. Also Biogas, muss man auch Bioenergie sehen, ist ein Bestandteil der erneuerbaren Energien. Wir haben keine andere Chance. Die fossilen Energieträger sind in ein paar Jahren am Ende. Aus der Atomenergie ist Deutschland ausgestiegen. Wir haben nur die eine Chance und da müssen alle mitziehen. Das hat Vorteile und es hat auch Nachteile. Die müssen wir überwältigen. Mit dem Aufschwung alternativer Energien hat sich das Landschaftsbild auf Rügen stark verändert. Kleinere Betriebe müssen sich nun den Risiken der Biogasgewinnung stellen und damit leben.